Ja, willkommen zurück wieder zum Let's Showplay Minecraft. Jetzt Folge 166. Ich bin auf der 1.8.1 mit den Default-Texturen, weil damit läuft Minecraft bei mir am stabilsten. Mit dem HD-Patch gibt das häufiger mal Probleme, vor allen Dingen bei den Minecart-Fahrten. Und so, ich habe hier. Na, zack, so. Die Minecart-Strecke noch ein bisschen ausgebaut. Das schauen wir uns gleich mal an. Wobei ich hier noch, zack, ein bisschen Stein aus dem Ofen holen will. Und ihr seht, ich habe mir Eimer mitgenommen, denn ich will unten in der Mine mal etwas Lava ernten. So, Holzstützen hier eingezogen und die Minecart-Strecke geht jetzt also hier noch weiter runter. Hier haben wir ein Schild, weil ich öfter mal hier rechts hochgelaufen bin, um zum Ausgang zu kommen. Und jawohl, hier geht's weiter runter. Zack, zack, zack. Die Ecke kennt ihr hier vielleicht noch ein bisschen. Hier haben wir noch einen anderen Weg. Und hier kommt halt der Bogen runter. Und hier, das war die Stelle, wo ich die kleinen Gänge gegraben habe, um die Zombies zu finden. Und hier geht's jetzt runter auf das Niveau. Hier habe ich auch noch ausgegraben viel. Wo wir. Zack, zack, zack. So. Hier sind wir jetzt auf dem Niveau, wo ich den tiefen Abgang hier hatte. Den habe ich also so weit eingeebnet, dass hier die Minecart-Strecke heruntergeführt werden kann. Und hier, das war also die Ecke, wo wir die vielen Pilze gefunden haben. Und hier haben wir also diesen großen Raum gefunden, diese Kaverne. Und hier endet also erstmal die Minecart-Strecke vorläufig. So, ich habe mir ein bisschen Material mitgenommen, um hier das wieder ein bisschen aufzufüllen. Ich habe hier die Erde, die hier drin war, einfach mal ein bisschen rausgeholt. Denn ich das eigentlich schon hier auf der Ebene so halten, dass das hier diese Halle, diese natürliche Halle, nochmal so eine Art Station wird. Zwischenstation, wir sind ja hier schon recht tief unten. So, jawohl, ne, das passt ja haargenau. Dann setzen wir hier nochmal eine Fackel hin und wenn ich also das Minecart hier anschiebe, dann kriegt das also durch die Booster genug Schwung, um da nach oben zu gehen. Ich will mich aber jetzt erstmal aufmachen, um hier Lava mir zu holen. Die haben wir hier ja auch mehrfach entdeckt. Wieso ist es da so dunkel? Gute Frage, nächste Frage. Und ich habe keine gute Spitzhacke dabei. Ach hey. Ja, okay, schauen wir hier mal kurz rein. Okay. Und da den Gang. Zack, zack, da geht's also auch noch weiter. Eieieiei. Okay. Das ist also noch was, was wir noch erforschen können. So, hier waren wir. Schon mal. Allerdings eher von der anderen Ecke aus. Sollten wir hier wieder ein bisschen zurück in bekanntere Gefilde gehen und irgendwo. War doch so, als hätten wir hier Lava gefunden. Also habe ich mich denn hier schon wieder verlaufen? Hier geht's zurück, denn ich hatte die Fackeln ja immer an der rechten Seite. Oh, ja, da haben wir Gold. Ach, das kann ich jetzt endlich abbauen. Sehr schön. So. Und dann kann ich auch gleich mal sehen. Zack, zack, zack. Was da oben war.
Da ist noch Kohle. Och Mensch, ich hätte mich aber auch besser vorbereiten können, dass ich mir zumindest hier einmal den Weg ausgucke, wo wir hier unten Lava hatten. Denn ich bin eigentlich doch fest der Meinung. Okay. Spitzhacke alle. Das ist mal wieder. Ja, hätte von Gronkh geplant sein können, diese Expedition. Hier geht's noch weiter runter. Ach ja, das war hier. Und hier. Babababab. Ah, ja. Das sieht doch. Nochmal Redstone. Das war die andere Ecke. Und hier haben wir die Minecart-Strecke. Okay, dann werde ich mal nach oben piken. Beziehungsweise. Ich habe doch alles dabei. Na, zack. Komm rein hier. Machen wir uns gleich mal zwei. Kann ja sein, dass das wieder mal ein bisschen länger dauert. Ihr kennt mich. Ja, apropos länger dauert, das Kuchenmaster Special. Ja, okay. Zunge ist noch ein bisschen belegt von dem, ja, Sprachmarathon und wie Aufnahmemarathon. Ja, kam einfach von Kuchenmaster die Einladung. Er macht das wohl in regelmäßigen Abständen in seinem Let's Play, dass da eben andere Let's Player an seiner Welt mitarbeiten. Mal für eine Folge. Und er sagte eben auch, ja, ich könne mir Zeit nehmen, so lange machen, wie ich will. Und das, ja, habe ich mir dann nicht nehmen lassen, dass ich da die falsche Welt erwischt habe. Kann passieren. Sollte eigentlich nicht, aber okay, alles soweit. Keine Affäre, denke ich mal. Ah, das ist Bauwerk. Kann er ja doch noch an eine Stelle in seiner Welt packen, wo es hinpasst. So, hier, ja, zack. Einmal. Und zeig dich. Jawohl. So. Schauen, was uns hier erwartet. Hier haben wir noch mehr Wasser. Da haben wir Kohle. Ach, da ist ja schon wieder einer. Ja, das funktioniert ganz gut mit den Bögen. Da hinten tobt auch noch irgendwas rum. Ich finde das auch ganz gut jetzt hier mit der Helligkeit, dass ich also die Aufnahmen nicht noch nachbelichten muss, sozusagen, nachbearbeiten muss in der Videobearbeitung. Komm, zack, darauf. Und dann, ja, hole ich mir hier erstmal den Gravel raus. Ach, da haben wir noch Eisen, sehr schön. Und das Gravelfeld geht hier weiter. Buddeln wir das doch gleich mal an. Vielleicht stoßen wir ja auch hier dann auf Lava. Wieso will er das nicht mitnehmen? Habe ich hier wieder Murks dabei. Jo, wie kommen wir jetzt am schnellsten zurück zum Minecart? Oh, lass mal die Knochen hier liegen. So, mal eben das Eisenerz wenigstens mitgenommen. So, das müsste ja hier ein Stück höher sein. Zupf. Ja, okay. Man kann sich auch intelligent anstellen, habe ich mir sagen lassen. No. Aber es orientiert sich halt jeder so, wie er kann. Jo, hier haben wir noch. Ah. Ah ja, hier haben wir letztes Mal aufgehört mit der Kohle. Ach ja, kommt Leute, ist doch alles. Ich wollte ja eigentlich nur hier mal kurz runter und ein bisschen Lava abholen, ne? Also,
Nicht aufregen, wenn das jetzt wieder mal ein bisschen länger dauert. Ach nee, ey, ich hätte TNT mitnehmen sollen, dann hätte ich hier noch ein bisschen schneller so einige Sachen weggeräumt. Das sieht nicht so aus. Ja, nur sag mal, wo. Hinten, da sieht man einen Creeper. Wo waren wir denn hier? Hier sieht's. Ah ja, okay. Hier sieht's gut aus. Zack. So, und dann packen wir erstmal in unsere Kiste das Erz, den Cobblestone. Schienen wir mal erstmal hier nicht brauchen. Zack, den Flint. So. Ach, und dann kann ich mir gleich ein paar Fackeln machen. So. Auch noch ein bisschen Holz gleich und neue Stickies. So. Das geht ja jetzt schön ruckzuck mit dem Shift. Trick. So, ja, Mensch, in welche Richtung habe ich denn damals hier Lava entdeckt? Wo war denn das? Ah, ja. Sehr schön. Da können wir doch hier das erstmal wegholen. Zack. So. Genug Eimer haben wir ja. Okay, hier ist dann nichts mehr, da fließt auch nichts mehr nach. Okay, Zombie. Haha, yeah, da ist ein Tintenfisch gestrandet. Den nehmen wir auch gleich mal mit. So. Ach, und da ist ja noch mehr Lava. Sortieren wir hier erstmal wieder die Eimer weg. So. Kommen wir da ganz vorsichtig. Jawohl. Und gleich mehrstöckig die Lava. Fast. Dann so Pilze. So. Und auch hier. Zack, weggeräumt. Und die beiden letzten Eimer. Na, müssten wir doch hier auch noch voll kriegen. So. Und so. So, damit haben wir es erstmal. Da haben wir noch mehr Lava. Da ist noch Redstone. Okay. Dann. Zack, zack, zack. Bauen wir uns hier mal eine kleine Treppe rein, dass wir sehen. Ach, ja, ist doch herrlich. Ist doch schön, wenn alles so dicht beieinander liegt. Zack, 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 zack. Packen wir hier mal den Krempel. Alles weg. Tja, was machen wir weiter? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter auf Tour hier unten. Essen aber erstmal einen Happen. Also so ein Stück Schweinefleisch macht einem da vier Keulen gut. Da kann man sich also ruhig ein bisschen Zeit lassen mit dem Essen. Und ja, weil es hier lang so interessant war. Da gibt es aber zu viel, was noch unbekannt ist. So, aber hier ist die Lava inzwischen weg. Das heißt, ich kann hier einfach, na komm schon, zack, ein Fackelchen hin und dann klopfen wir mal hier die Kohle aus der Wand. Ja, also mit dem The Kuchenmaster Special bin ich ja einmal richtig auf die Langstrecke gegangen. 2 und eine Viertelstunde. Das dürfte rekordverdächtig sein. Die wohl längste Let's Play Minecraft-Folge auf YouTube überhaupt. Ja. Nicht, dass er das jetzt als Herausforderung betrachtet. Und
ich jetzt hier rumrenne, hurra, ich habe den längsten, ja, aber nur Schwanzvergleich ist unter Männern ja immer populär. So, schauen wir mal, was wir hier mal ein bisschen weiter gucken. Wow, das ist ja auch noch mal eine richtig große Kaverne hier. Und da haben wir noch Pilze, da ist noch Redstone, da ist noch Platz für eine Fackel. Ja, dann graben wir uns doch einfach mal hier rein. So, ach so, was mir jetzt bei den Patch Notes zu 1.8 aufgefallen ist, das für mich Wichtigste hat natürlich keiner erwähnt. Alle machen Videos über 1.8 und wie toll die doch ist und was jetzt alles geht. Aber das Wichtigste, das für mich Wichtigste, das was für mich wirklich interessant ist, das hat keiner erwähnt. Es ist jetzt nämlich so, dass in den Schneebiomen das Eis nicht mehr nachwächst oder nicht mehr so doll nachwächst wie in der 1.7. Und ihr wisst, ich habe doch das Problem in Neptuns Dank, dass dort das ja teilweise ein Schneebiom ist und mir also da immer wieder der Hafen zufriert. So, und jetzt gibt es also Abhilfe dagegen. Das Eis friert halt nicht mehr unkontrolliert zu, sage ich mal, sondern wenn man also am Ufer entlang Fackeln aufstellt, dann bildet sich auf dem Wasser kein neues Eis. Und so kann man das also eingrenzen und so sollte ich diesen Hafen eisfrei bekommen. Und ob ich diese Höhle irgendwann mal pilzfrei bekomme, weiß ich nicht. Das war doch wieder mal eine Überleitung. Ja, also könnt ihr euch schon darauf einstellen. Nächste Folge werden wir uns mal dran machen, da im Hafen von Neptuns Dank zusehen, dass wir den eisfrei kriegen. Ja, dass das jetzt endlich klappt. So. Pilze hier nehmen wir noch alles mit. Kohle nehmen wir noch mit. So. Da haben wir noch Redstone. Sehr schön. Zack, Pilze. Und hier richtig zum Junkie. So. Ja, okay, da hinten plätschert wieder irgendwas rum. Aber davon lasse ich mich jetzt hier erstmal nicht stören. Holen wir hier den Redstone und ja, die Höhle ist ja noch richtig vielversprechend. Da werden wir also noch sicher so einiges entdecken, was es hier noch alles so gibt. Und ja, der Chunk ist ja eigentlich ein ziemlich alter. Irgendwann mit 1.5, 1.4, 1.3 oder sowas erzeugt worden, als ich diese Ecke hier erkundet habe. Ja, man sage mir nichts gegen die alten Minecraft-Versionen. Ja, also der Gelände Entwickler, der Chunk Generator, hat auch schon damals seine Qualitäten gehabt. Ja. Soll man jetzt mal nicht im Rausch des Neuen so mal einfach vergessen, dass der schon früher richtig gut war. Ja, und die Version 1.3, die ist ja nun schon wirklich eine Weile her. Das war ja irgendwann im Frühjahr oder so. Januar, Februar kam die raus. Ja. So. Ach, wenn wir die Fackel in der Hand haben, können wir sie auch gleich an der Wand platzieren. Ach ja, das sieht doch hier schön aus. Haben wir eine Sackgasse. Söderle. Zack. Das gibt Pilzsuppe en masse. Aha. Ja, mit der 1.8 kann man jetzt ja auch die Nahrungsmittel stacken. No, da passen jetzt auf einen in einen Slot passen jetzt 64 Stücke rein. Jetzt eben nicht nur von Pilzen, sondern auch von dem Fleisch. Und man kann auch wirklich vom Stapel her essen. Also, das mit dem Hungerproblem ist durchaus zu handhaben. No, wenn man so wie ich halt immer nebenher so ein bisschen farmt, wenn man irgendwo unterwegs ist und Schweine mitnimmt, da hat mir halt schon geholfen, dass ich vorher den Stackables Mod drin hatte, dass ich einfach Schweinefleisch auch schon stacken konnte, wenn auch nur 16-fach. Ja, aber ich konnte halt immer auf Tour
so einen Stapel sammeln bzw. mitnehmen. Ja, und so ist halt über die Zeit doch ein recht ansehnlicher Vorrat zusammengekommen. Da haben wir noch mal. Okay, schauen wir mal, wie wir den hier freikriegen, den Redstone. Ja, müssten wir so lange einsammeln können. Entschuldigung. Ach so, und dann klopfen wir mal hier weg. Das war hier. Ja, nicht unbedingt in die Lava reinplumpsen, sondern hier so eine kleine Treppe haben, so einen Abgang, den man dann auch immer gerne nimmt, wenn er sich dann anbietet, wenn ich nochmal hier in die Ecke runterkomme. So, dann haben wir es hier. Dann haben wir es hier. Da ist auch nochmal. Machen wir das hier mal ein bisschen gerade. So, damit die Pickaxe weg ist. Zack, Fackel ran und ja, und den können wir auch noch mitnehmen. Hier haben wir noch das andere Lavabecken und an die Kohle müssten wir zumindest zum Teil auch noch rankommen. Komm, das machen wir uns mal hier. Zack. Einfach, ich will die Kohle haben. Dass hier alles schön sauber ausgeräumt ist, so wie sich das gehört. Dann können wir später hier nochmal mit weiteren Eimern zurückkehren, hopsassa, um die Kohle abzugraben. Können wir den da? Können wir den da? Machen wir erstmal da. Dann müssten wir ihn doch dazu kriegen. Sehr schön. So, zack. So haben wir hier auch die Lava im Griff. So, haha, man muss nur schnell genug sein. Zack, zack, dann machen wir das hier mal wieder zu. Ja, fackeln wir mal dahin und sicherheitshalber einfach mal hier das ganze Pit zugemacht. Kriegen wir den aus der Decke raus? Ich denke ja. Ja, ohne dass er uns hier reinplumpst. Jedenfalls nur zum Teil, okay. So, dann können wir uns hier noch die Sachen rausholen. Den Rest holen wir uns dann von oben. Da baue ich dann so eine kleine Zwischendecke ein, damit wir da die Kohle rausholen können. Ja. Das heißt hier Zwischendecke. Wir holen uns das von hier aus. Ha! Da kenne ich doch gar nichts. Zumindest keine Hemmungen. So, zack, 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 zack. Ja, Mitbauaktion läuft ja immer noch und kommen auch immer noch Antwortvideos. Also schaut da ruhig mal nochmal vorbei, beziehungsweise ich werde das Video hier einfach auch nochmal in die Beschreibung packen, damit ihr einfach schnell den Link habt und da die aktuellen Videoantworten euch noch angucken könnt. Ob und wie ich die Sachen dann in meine Welt reinkriege, das muss man mal sehen. Ist natürlich immer ein Problem, wenn jemand an einer Stelle baut, wo ich schon gebaut habe oder wo ich was geplant habe. Oder wo eben schon ein anderer baut, na, oder gebaut hat und einfach seine Welt ein bisschen früher eingereicht hat. So, das mache ich hier mal durch. Zur Quelle des Übels. Na, nicht unbedingt des Übels, aber zumindest so weit, dass man den hier mal ups, das ja abriegeln kann. Da möchte ich mir noch erstmal etwas Licht setzen. Man sieht, was hier los ist. Och, hübsch. Meine Fresse, meine Fresse. So, dann zack, machen wir das Ding mal dicht hier. Damit wir hier in Ruhe dann Kohle rausholen können. Noch mehr Cobblestone, weil davon kann man ja nie genug haben. So, irgendwo tun hier auch noch Zombies rum. Grummel, grummel, grummel. Lassen wir sie mal, solange sie uns nicht stören. Sollen die Kollegen hier ruhig rumstöhnen.
Ach ja, mal sehen, was dann mit 1,9 wird. Ich werde, denke ich mal, erstmal wieder auf 1,81 ein bisschen bleiben, bis ich weiß, was mit der 1,9 wirklich los ist. Na, ich denke mal, weil ich möchte fast drauf wetten, dass kurz nach der 1,9 wieder eine 1,91 kommt. Denn es kommt ja doch einiges an Updates dazu, an neuen Funktionen und so richtig haben das die Jungs von Mojang ja in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, eigentlich mit 1.6 schon, ja nicht mehr so richtig im Griff gehabt, dass also die Updates wirklich auf Anhieb laufen. Na, das 1.6er Update, da mussten sie gleich einige Sachen nachschieben. Das 1.7er Update auch, jetzt 1.8, musste auch gleich was hinterher, trotz der Beta Pre-Release und so dieser Sachen. Also schauen wir mal, was da kommt. Und es ist ja schon auch irgendwie 1.10 angekündigt. So, schauen wir mal da runter. Ach, da können wir ruhig. Zack, 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 zack. Da können wir ruhig hier auch noch die Erde weghauen. Dass sich das alles da unten schön sammelt. Und hier noch Kohle. Kohle muss sein, Kohle muss sein hier. Alles raus, was keine Beine hat. Und alles, was Beine hat, außer mir, findet hier seine letzte Ruhestätte. So gehört sich das doch. So. Ja, ich bin, wie gesagt, natürlich auch gespannt auf darauf, wie ich jetzt hier ohne Schaufel weiterkomme. Nee, auf 1,9 und 1,10. Na, was da noch kommt, klar, sicherlich kann man sich vorher informieren. Ich lasse mich aber ehrlich gesagt auch ganz gerne überraschen. Beziehungsweise guck dann halt mal, was so vorgestellt wird. Lässt sich ja kaum einer nehmen, da ein Video dann über die neuen Features zu machen. Und ja, ich sag mal, bei den Leuten, die ich eh gucke, sprich DFL Minecraft, Minenarbeit, wenn der seine Erstbespielung macht, das ist so, ja, für mich, das die Form, wie ich die Infos brauche. Ja. Und gibt natürlich auch haufenweise andere Leute, die dann die neuen Features vorstellen, aber da hat halt jeder auch seine Favoriten, ganz klar. Ne? Soll einfach nicht reingeredet werden, soll sich jeder selber da sein Urteil bilden. Ich bin bei dieser Featuretis oder dieser Update-Jagd immer ein bisschen skeptisch, weil das Ganze ist natürlich. Oh, da unten haben wir noch Gold. Vielleicht finden wir ja in dieser Folge sogar noch Diamanten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich jetzt hier eigentlich wieder unterwegs bin. Ich meine, die Viertelstunde habe ich mit Sicherheit wieder überzogen. Denke mal so eine halbe Stunde. Pi mal Daumen. Werden wir nachher sehen. Aber ja, mit dem Minecart kann ich natürlich hier längere Ausflüge unter Tage machen, obwohl das natürlich auch immer ein gewisser Aufwand ist, die Minecart-Strecke nachzuziehen. Ja, ist ja gut, Ruhe da unten. Ich bin ja gleich bei dir zur Erstversorgung. Ja. Wobei die in diesem Fall wahrscheinlich auch seine letzte sein wird, ne? Okay, da haben wir noch einen Gang. Da haben wir noch einen Gang. Da haben wir noch das Stück Kohle, was runtergeplumpst ist. Okay. Auch schön der Ring hier. So, die Lava werden wir mal hier schön einsperren. Damit wir uns hier noch Ruhe das Gold holen können. Ja, ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, in Ruhe. So. Na. Zack, kommt da noch einer? Nö, erstmal nicht. So, Spitzhacke geht auch zur Neige. Das passt doch ganz gut. Ich meine, okay, ich habe die Werkbank dabei. Können wir gleich eine neue machen. So. So, und plopp, plopp. So, dann machen wir hier das Loch mal zu.
Dann wäre doch eine schöne Stolperfalle, falls man hier nochmal runterkommt. Also wir werden hier sicherlich nochmal runterkommen, ne? Aber. So, schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Frage ist jetzt nur, in welche Richtung? Schauen wir mal hier oben in den Gang rein. Ah, schön, da haben wir noch Eisen. Da geht es dann da lang weiter. Klasse. Ach ja, kommt. Ah, solange die Füße tragen. Ah, genau, soweit die Füße tragen. Wir waren ja mal bei Literaturtipps. Soweit die Füße tragen. Ist auch eine, ja, bekannte, aber typisch deutsche Geschichte. Und zwar von jemandem, der also nach dem Krieg in russische Kriegsgefangenschaft gerät. Oh, Diamanten! Entschuldigt, dafür muss ich mal kurz unterbrechen. Das heißt, nö. Also jemand gerät nach dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg natürlich, in russische Kriegsgefangenschaft. Und ja, wird nach Sibirien verbannt oder muss dort in der Mine schuften und ja, beschreibt also einerseits eben das Lagerleben. Oh, Gottes Willen, 5 Diamanten? Oh, klasse. Ja, beschreibt also einerseits das Lagerleben dort mit den russischen Bewachern und den knappen Rationen und der harten Arbeit und dem Creeper, der da hinten in der Ecke steht. Und macht sich aber dann auf, tatsächlich, und flieht und reist also quer durch Russland, quer durch Sibirien nach Deutschland zurück. Und ja, hat das halt beschrieben in Soweit die Füße tragen. Ist in der Nachkriegszeit natürlich geschrieben worden, das Buch, und auch verfilmt worden, beziehungsweise als Fernsehserie umgesetzt worden. Und war also damals ein Straßenfeger. Ja, die Leute haben das wirklich, sich da keine Folge entgehen lassen, weil halt viele eben auch damals noch wirklich Verwandte hatten, die in russischer Kriegsgefangenschaft noch waren. Ja, das war also ein Thema, was einfach damals der Nation auf der Seele brannte, natürlich. Und ja, in Schwarz-Weiß gefilmt worden damals natürlich, aber auch als Buch ja einfach lesenswert, weil es einfach ein Stück deutsche Geschichte natürlich auch ist. So, und ich werde jetzt hier zack die Spitzhacke wegklopfen, um die letzten Brocken. Ja, die muss ich halt hier stehen lassen. Och nee, kommt Leute, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich mache mir mal schnell noch eine. So, zack, zack, so. Zack, zack, zack. Und oh, ich hätte ja können, kann ja gleich richtiges Werkzeug machen. Mensch, hier ist doch alles da. So. Ja, und dann machen wir auch gleich noch eine Schaufel. So. Ja, professionelles Werkzeug muss sein. Ne? So, jetzt werde ich aber nicht diese Diamantspitzhacke hier in dieser Folge noch abarbeiten. Da werde ich vorher Schluss machen. Aber soweit die Füße tragen, wie gesagt, ja, ein richtig ja, deutsches natürlich Thema. Ja, einfach mal auch als Abwechslung zu dem ganzen amerikanischen Sachen, amerikanischen Geschichten oder die halt von Hollywood erzählt werden, mal so eine ganze, mal so als Gegenstück. Ja. Oh, noch mehr Gold. Mann, das ist ja hier wieder eine richtig geile Ecke. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie nationalistisch oder abwertend gemeint, aber ja, viele Geschichten, die wir halt heute sehen in den Medien, also Film, Kino, Fernsehserien. Entschuldigung, da kommt mein Essen. So, da bin ich wieder. Ja, soweit die Füße tragen. Mich haben sie jetzt gerade erstmal zur
Tür getragen, um den Pizzaboten in Empfang zu nehmen. Ja, ich gönne mir heute mal den Lieferservice. So ab und zu mal, ein, zweimal im Monat, bin ich einfach zu faul, mir was zu kochen. So, obwohl das ja eigentlich besser, gesünder, schneller und auch billiger ist. Ja, mit ein bisschen gewusst wie. Und ja. So, ich hole mir noch Gravel. Ja, wie gesagt, soweit die Füße tragen. Also eine deutsche Nachkriegsgeschichte. Beruht, glaube ich, sogar auf wahren Begebenheiten. Und ja, ist ja ein deutsches Nachkriegsschicksal, eine deutsche Nachkriegsgeschichte. Und eben mal nach dem Krieg. Ich weiß ja, viele von euch gehen ja noch zur Schule, und da ist natürlich das Dritte Reich ein ganz großes Thema, und da werdet ihr sicherlich auch die eine oder andere KZ-Geschichte lesen. Von Bruno Apitz zum Beispiel, Apitz oder Opitz, das weiß ich jetzt nicht genau, genauso wie ich leider jetzt den Autor von Soweit die Füße tragen nicht im Kopf habe. Und auch nicht auf dem Bücherregal im Blickweite, sonst hätte ich euch den schon gesagt. Ja, Bruno Apitz, Nackt unter Wölfen. Das ist wahrscheinlich so eher eine Geschichte, die er in der Schule da vorgestellt bekommt, wie also KZ-Häftlinge ein Findelkind, ein Baby aufziehen im KZ und das also vor den Wärtern verstecken und so weiter. Auch klar, natürlich interessant, hochdramatisch und natürlich genauso deutsch wie Soweit die Füße tragen. Aber ja, das eine ist halt im Krieg in den Kassetts die Geschichte, und Soweit die Füße tragen ist halt eine Nachkriegsgeschichte. Und ja, Geschichten aus dem Dritten Reich werdet ihr in der Schule sicherlich mehr als genug hören. Das ist sicherlich ein Thema. War es zu meiner Zeit, als ich in die Schule gegangen bin. Ich habe mein Abitur 1981 gemacht. Ja. Und schon damals war natürlich Drittes Reich ganz wichtiges, ganz großes Thema im Lehrplan. Nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern halt auch Deutsch und in anderen Fächern. Natürlich nicht im Mathematikunterricht. Da wäre es ein bisschen schwierig unterzubringen gewesen. Aber es zog sich halt schon so, ja, 9., 10. Schuljahr und natürlich in der Oberstufe war das Dritte Reich Thema. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich für Geschichte interessiert, interessiere mich auch immer noch für Geschichte. Und mein Inventar ist wieder voll, okay. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal auf die Suche machen nach meiner... nach meinem Minecart. Ja, also mir war es damals in der Schule fast sogar ein bisschen zu viel Drittes Reich, weil es einfach in jedem Fach und fast ständig vorkam, hatte man so den Eindruck, gefühlt. Und es gibt eben auch viele interessante andere Kapitel deutscher Geschichte, die halt interessant sind, eben zum Beispiel die Nachkriegszeit, da gibt es viele interessante Themen, und das hatte ich so ein bisschen ein Gefühl, dass das so untergeht, wie auch ich jetzt hoffentlich nicht untergehe, wenn ich hier meinen Weg versuche rauszufinden, beziehungsweise mein Minecart wiederzufinden. Generell nach oben ist ja schon mal eine gute Richtung, wollte ich gerade sagen. So, dann können wir hier... Oh, komm schon. Zur Not tut's halt auch die Hacke, um den Burschen hier fertig zu machen. So, das kommt weg. Den Diamanten natürlich packen wir rein. Und damit haben wir hier ja fast die Kiste voll. Oh, komm, den Knochen nehmen wir mal.
So. Ach ja, und ich denke, dann ist es wirklich mal an der Zeit. Oh ja, doch. Ja, dann ist es wirklich mal an der Zeit, jetzt hier an die Oberfläche zurückzukehren. Schwupp, das Minecart kriegt genug Schwung. Ich habe hier genug Booster entlang der Strecke gebaut, dass das also einwandfrei nach oben durchläuft. Ich werde das noch begleiten. Zack, 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 zack. Ja, es kommt mir nicht entgegen. So, hier geht's links zum Ausgang an die Oberfläche. Und es ist sogar Tageslicht. Wunderbar. Ja, also Geschichte immer ein interessantes Thema. Wie war es jedenfalls für mich? Und ja, wenn ihr da auch ein bisschen neugierig seid, dann guckt einfach mal auch rechts und links von dem, was euch die Schule anbietet. Na, denn die haben natürlich ihren Lehrplan, den sie abdecken müssen. Und es gibt eben aber auch so eine ganze Reihe wirklich interessanter Themen und Kapitel in der deutschen Geschichte, mit denen man sich beschäftigen kann. So, jetzt habe ich natürlich das Wichtigste, das Eisenerz müssen wir mitnehmen zum Einschmelzen. Kohle lassen wir mal hier. So, ja, okay. Ich werde jetzt hier noch die Materialien wegsortieren, die ich hier erarbeitet habe. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann auf nach Karabatabana. Schön, die Sonne geht auch gerade unter. Beim nächsten Mal geht's dann auf nach Karabatabana. Da werden wir hier auch gleich einen ganzen Schwung Krempel mitnehmen, den wir dann dort in die Kisten packen können. Und dann werden wir zusehen, dass wir da den Hafen eisfrei kriegen. No? Oh, seht ihr, hier brutzelt kräftig Fleisch. Das ist nochmal ein Festmahl. Dann schmeißen wir hier das Gold rein. Und in den Ofen unten. Zack, 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 zack. Ach, ich überziehe wieder gnadenlos. Ja. So, nicht in die Truhe, sondern in den Ofen. Da haben wir noch Schönstein drin, den werden wir später brauchen. Zack, Kohle nachgefüllt. Und jetzt sollte ich hier auch aus dem Wagen noch den Rest rauskriegen. Das kommt alles nach oben. Die Rails. Zack. Jo. Okay, Leute, also Feierabend für heute. Schluss mit dieser Folge. Nächstes Mal geht's weiter in Karabatabana. Da werden wir dann zusehen, dass wir den Hafen eisfrei kriegen. Ich hau mich jetzt hier aufs Ohr. Und ansonsten, ja, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu, seid beim nächsten Mal dabei. Steht da ein Enderman? Nö, sieht nur so aus. Okay, bis zum nächsten Mal. Adieu mit Hü.